Hey Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Folge 39. Ich bin ja gespannt, ob wir noch zu den 50 Folgen kommen werden. Wie weit sich irgendwie so die Hauptquest noch ziehen wird. Ja, mal schauen. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Mass Effect vielleicht ein bisschen länger gehen würde. Aber Mass Effect ist ja auch nicht so ein Open-World-Spiel wie Skyrim, Enderal und sowas, wo ich ja auch die 120 Folgen geschafft habe bei Enderal, weil man da ja so viele Nebensachen machen kann. Hier ist es ja doch sehr viel linearer, was ich mag. Nicht falsch verstehen, ich mag das. Aber ja. Das ist ganz cool. Und ich mag das Spiel ja auch generell ganz gerne. Und heute machen wir die Hüpfmission weiter. Also hoffentlich. Die Missionen noch mit diesem coolen Raumschiff. Aber erstmal wollte ich mit Tali reden, denn ich kann mir vorstellen, dass Tali eine Meinung zu unserem neuesten Teammitglied hat. Und ich hätte vielleicht auch mal vorher mit ihr reden können, bevor ich ihn aktiviert habe, was sie da dazu zu sagen hat. Wobei ich mir das eigentlich schon denken kann, was sie denkt. Aber wir gehen trotzdem mal zu Tali und reden mit ihr. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher, lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bastard! Oh, Verzeihung. Ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Sind Sie krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so wild. Wenn uns eine entlaufene Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in ein, zwei Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen. Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Oh, okay. Wie läuft die Krankheit genau ab? Ist es eine allergische Reaktion? Ja. Nehmen wir an, ich werde einer Krankheit der Menschen ausgesetzt, so wie... Was hatte Navigator Presley damals? Windpocken? Ich würde keine Windpocken bekommen. Aber die Reaktion meines Systems auf die Eindringlinge wäre hohes Fieber. Je nachdem, wo es mich trifft, sind auch andere Symptome möglich. Übelkeit, Erbrechen. Alles, was man halt so hat, wenn man krank ist. Oh je. Wie sind Sie diesmal krank geworden? Ich wurde bei dem Kampf auf der Alarai getroffen. Nichts Schlimmes, aber ich musste meinen Anzug öffnen, um die Wunde zu untersuchen. Ich habe alles korrekt desinfiziert, aber eines der Abschnittssiegel war beschädigt und Fremdkörper konnten die desinfizierte Zone verlassen. Es war ein dummer Fehler. Vor einer lokalen Behandlung überprüft man immer seine Siegel. Außer man vergisst es. Dann kriegt man so ein verdammtes Fieber. Aber es ist ja dann hoffentlich nichts Schlimmes, sondern es ist nur ein kleines Fieber und so und es geht wieder weg. Sie können Teile Ihres Anzugs abschotten? Ja, so ähnlich wie Notfalltüren bei einem Schiff, wenn die Hülle durchschlagen wird. Eine Infektion im Blutkreislauf hält das zwar nicht auf, aber eine Oberflächeninfektion kann sich dann nicht ausbreiten. Ja, wollte gerade sagen, so der Körper, den Körper kann sie wahrscheinlich nicht wirklich versiegeln. Waren ihre Immunsysteme stärker, bevor die Gethi von ihrer Heimatwelt vertrieben haben? Bestimmt nicht so stark wie die von anderen Spezies. Ich bin zwar keine Biologin, aber es gibt darüber eine Theorie. Weil es auf unserem Planeten keine Insekten gab, gingen die Pflanzen Symbiosen mit größeren Tieren ein, um ihre Samen oder Pollen zu verbreiten. Die meisten Viren auf unserer Welt waren zumindest teilweise nützlich, also war unser Immunsystem ohnehin schwach entwickelt. Es passte sich einer Kontaminierung eher an, als sie zu bekämpfen. Aber Quarianer haben doch andere Welten kolonisiert. Sie können also nicht alle so gewesen sein. Waren sie auch nicht. Die meisten Kolonisten machten eine Phase mit leichten Krankheiten durch, bis sie sich an ihre neue Umgebung angepasst hatten. Als die Geth die Heimatwelt und unsere Kolonien übernahmen, sorgte die sterile Umgebung der Flottille dafür, dass unser Immunsystem seine Anpassungsfähigkeit verlor. Selbst wenn wir eine neue Welt kolonisieren oder unsere eigene zurückerobern würden, wären langwierige biotechnische Prozesse nötig, bis wir uns wieder erholt hätten. Oje. Das ist natürlich schade, dass, die Anpassungsfähigkeit da so verloren hat. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Oh. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ist mir klar. Trotzdem würde ich mich geehrt fühlen, mit Ihnen die Anzüge zu verbinden, Shepard.
Ich meine, wenn Sie ein Quarianer wären und wir nicht bereits eine Selbstmordmission angenommen hätten. Ich bastel hier noch ein bisschen rum. Danke für Ihren Besuch. Oh, wie lieb. Ist ja lieb. Ich überlege gerade, ob wir noch woanders hingehen. Wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Also, der verrückt ist sie nicht. Das wollte ich einmal gesagt haben. Sie trägt mittlerweile auch mehr über der Gürtellinie als nur Tattoos. Auch wenn die Tattoos ihr natürlich am besten stehen. Und das dritte stimmt. Das dritte stimmt. Hi, Jack. Hey. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer, irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist. Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald Sie rauskriegen, dass Sie nicht die Erste sind und ich gegen Ihre Hilfe immun bin. Die Erste was? Die Erste, die irgendwie nett zu ihr ist? Ja, halt, also mich würde es freuen, wenn ich nicht die Erste bin, die nett zu Jack ist. Hallo? Ich möchte wirklich was über sie erfahren und sie besser kennenlernen und nett sein und so. Ja, ich rede mal über die Beziehungen. Sie arbeiten ziemlich hart daran, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt, aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Okay, gekauft. Was hat es mit den Tätowierungen auf sich? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen sie nichts an. Die gehen niemanden was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Genau, das habe ich noch gar nicht gefragt. Sie scheinen es mehr zu vermissen, als Sie zugeben wollen. Sie können mir die Worte im Mund rumdrehen, wie Sie wollen. Deswegen funktioniert die Galaxie trotzdem nicht anders. Die sind doch auch ganz schön rumgekommen. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment, jetzt habe ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Worum geht's hier, Shepard? Ich mag dich. Ich möchte einfach mehr über Sie wissen. Wie auch immer. Letztlich geht's nur darum, wie viel Sie verkraften. So ist es immer. Später, Shepard. Naja. Ich habe halt die Befürchtung, dass das Erste bedeutet so, oh, ich finde dich total toll und ich möchte mit dir zusammen sein oder so. Und das ist halt nicht der Fall. Deswegen wollen wir nochmal zu Grunty gehen. Haben wir da? Nee, das ist einfach nur das. Mit Grunt haben wir auch schon ewig nicht mehr geredet. Hi! Shepard. Ich weiß nicht, ich rede so gerne mittlerweile mit den Leuten. Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich bin nur... Ich sitze hier und denke... an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank von der Schlacht von Kamrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss sie nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Kanrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Oha. Man muss vielleicht dabei gewesen sein, aber ich verstehe den Witz nicht. Es ist kein Witz, es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen.
Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Toriana. Ich dachte, das würde sie freuen. Was ist mit Garrus? Fangen Sie keinen Streit mit Garrus an. Ich dulde so etwas nicht auf meinem Schiff. Ich hasse Garrus nicht. Ich hasse die Toriana. Garrus ist zwar Toriana, aber er gehört zu ihrem Clan. Ich reiße ihm nur das Gesicht ab, wenn er sich gegen mich stellt. Es ist zwar Hass, aber mein eigener. Okir war blind und wollte, dass ich es auch werde. Doch dank ihnen habe ich jetzt einen Clan. Und langsam begreife ich, warum das wichtig ist. Wie auch immer, ich grüble immer noch, wo ich da hineinpasse. Aber ich musste eben einfach darüber lachen. Ohne tieferen Sinn, Shepard. Ich weiß, das war eine abtrünnige Interaktion, aber die war mir wichtig. Ich wollte ihm unbedingt sagen, so, fang mir keinen Streit mit Garrus an. Lass mir meinen Garrus in Ruhe hier. Das geht ja wohl nicht, wenn er jetzt anfängt mit dem Streit anzufangen. So, das waren die alle. Pain, Legion. Ich glaube, mit denen habe ich ja allen erst letztens gesprochen. Ja, dann sind das, glaube ich, erstmal so die wichtigsten. Ich bin, glaube ich, zum Falschen jetzt, oder? Ja. Ich wollte eigentlich weitermachen mit unserer Mission. So, haben wir noch irgendwelche Nachrichten für Sie, Commander? Ah ja, danke, Kelly. Dann muss ich gar nicht erst gucken. So. Okay. Hier waren wir zuletzt. Genau, da haben wir die Reaper FFS bekommen. Dann geht's einmal zum Massenportal. Da. So. Vielleicht. Ja, genau. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Hier, die Forschungsdaten beschaffen. Das klingt doch nach einer guten Sache. Direkt nach nebenan, das hatte ich ja eh vor, dass wir hier eins nach dem anderen uns suchen. Gehen vielleicht nochmal zum Treibstoffdepot. Immer eine gute Idee, vielleicht nochmal aufzutanken. Und die Sonden natürlich auch. Die können wir auch immer gebrauchen. Und dann müssen wir jetzt noch nach Yakawa. Das ist da hinten. Das ist also doch ein ganz schön weiter Weg. Gut, dass wir nochmal aufgetankt haben. So. Den Hinweg hätten wir geschafft, den Rückweg allerdings nicht mehr. Das wäre ein bisschen ungünstig gewesen. Okay, Karumto, da können wir das Dingens bekommen. Aber hier haben wir auch noch drei weitere Planeten und ihr wisst, was das heißt. Okay, wir haben Kobayashi, Maskawa und Nambu erforscht und jetzt geht's auf nach Karumto. Anomalie geortet. Ja, natürlich haben wir wieder eine Anomalie geortet. Die werden wir gleich untersuchen. Karumto, ein erdgroßer Planet, der in einen undurchdringlichen Dunst aus Kohlendioxid und Asche gehüllt ist, ist ein gnadenloser Ort. Erdbeben, vulkanische Gase und Staubwolken haben jede Besiedlung verhindert. Auch an seiner schwefelhaltigen Kruste hat bis jetzt noch niemand Interesse gezeigt. Aber wir werden da ja wahrscheinlich eh mit unserem kleinen Hüpfschiffchen uns bewegen. Also ist das überhaupt kein Problem. So, wo ist denn jetzt unsere Anomalie? Hier unten. Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Forschungsstation im Inneren des Vulkans auf der Planetenoberfläche geortet. Im Inneren des Vulkans auf der Planetenoberfläche. Wow, okay. Die Datenspeicher der Forschungsstation sind noch aktiv und enthalten möglicherweise wertvolle Informationen. Warnung, Vulkan ist instabil. Äußerste Vorsicht ist anzuraten. Na, dann landen wir doch mal. So, eigentlich ist es ja total egal, wen wir mitnehmen. Ich nehme mal Tali mit und Jacob. So, einfach so. Oh, vor allem, Moment. Da, guckt mal Legion. Oh. Okay. Wir haben Legion hier drin. Okay. Das hat mich gerade sehr begeistert. Ich meine, ich dachte mir das schon, aber trotzdem. Es ist nochmal was anderes, das direkt zu sehen. Warte, Jacob ist gelb gekleidet? Ja, herumhüpfen. Primärsysteme online. Widrige
Aktivität hat Funktionsfähigkeit der Navigation gestört. Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Hä, manuelle Steuerung? Oh mein Gott. Das sieht schon krass aus hier. Wow, guck dich das mal an, ey. Warnung. Gebiet wegen instabiler vulkanischer Aktivität gefährdet. Sollten wir... Evakuierung abgeschlossen. Sollten wir hier sein? Hindernis geortet. Oh wow. Ich weiß ja nicht, ob das so klug ist, hier zu sein. Okay, hier sollten wir, glaube ich, nachher erst hin. Weil unten war ja noch was. Genau, hier drüben. Nicht, dass wir das vergessen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt die richtige Richtung wäre. Ah. Ja, ja, alles gut. Vielleicht hätte ich doch auch erst... Vielleicht hätte ich doch auch erst nach oben gehen sollen. Naja. Ja, ja. Was brauchen wir denn noch alles? Können wir nochmal hoch? Oh. Ja, das hier ist bestimmt der falsche Weg. Ja, da kommen wir niemals hin. Ah, aber nach da können wir. Okay, gut. Okay, gut. Hier. Hindernis geortet. Okay, meinetwegen. Mit diesen ganzen Lava-Dingern und sowas, die hier kommen. Das ist nicht besonders gut. Wirklich nicht besonders gut hier. So. Hier oben gab es doch irgendwo noch was, oder? Oder nicht? Und dann bin ich aus irgendeinem Grund wieder davon weggegangen, weil ich unbedingt erstmal nach unten wollte. Hier war das doch. Da? Vielleicht ist das auch hier, wo ich am Ende hin muss. Keine Ahnung. Ich bin von diesen offenen Leveln verwirrt. Mass Effect, was tust du nur mit mir? Oha. Schau dir das mal an. Ist richtig höhlenmäßig. Hä? War hier nicht noch irgendwo was? Oder wollte ich dann einfach nur hierher kommen? Ja, ich glaube, ich war... Genau. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich dahin muss oder nach drüben. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach mal da noch weiter, weil da sah es aus, als könnte man da noch weiter, da so rein. Wie in so eine Höhle rein. Hier so an der Seite. Seht ihr das? M44? Wo? Aber wo ist denn M44? Okay. Hä? Hier steht M44, aber ich sehe es nirgendwo. Okay. Wahrscheinlich sollte man zuerst nach oben gehen und dann möglichst weit
nach unten. Das ist wahrscheinlich der Plan eigentlich. Naja, wir gehen jetzt erstmal wieder nach unten. Guck mal, da geht's ja auch lang. It's easy. Ich hoffe, ich habe sonst alles. Ja, sieht eigentlich gut aus. Dann hier so weiter. Eingang zur Forschungsbasis voraus. Oha, da gehen wir. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ah, hier haben wir die M44 erhalten, okay. Hier ist die Forschungsbasis. Können wir da oben noch lang? Moment, das muss ich mir einmal noch kurz angucken, sorry. Oder fahren wir hier dann wieder raus am Ende? Das kann natürlich sein. Gut. Oh, hier hinten auch und alles. Und boah. Mit dem ganzen, mit der ganzen Lava immer, ne? So. Ja, dann können wir ja mal F drücken. Hallo? Ich drück doch F. Achso, nein, ich habe R gedrückt. So, jetzt sind wir tatsächlich hier. Krass, ja, dann hätte ich vielleicht doch andere mitgenommen. Hätte nicht gedacht, dass wir hier auch Sachen machen. Ja, aber Jacob und Tali sind es auch nicht so das Problem. Aber dann hätte ich Tali nicht mitgenommen, wenn ich gewusst hätte, dass wir hier tatsächlich auch wohin gehen müssen. Weil ich würde sie trotzdem gern schonen. Sie hat zwar gesagt so, ja, ja, nimm mich ruhig mit, aber trotzdem hätte ich sie lieber geschont. Naja. Okay, hier fällt eigentlich alles auseinander, gefühlt. Log von Dr. Case. Hey, wir haben unter dem Vulkan eine Fundstätte von immenser Bedeutung entdeckt. Das unkalkulierbare Terrain macht die Beschaffung jedweder Daten höchst riskant. Ja, das ist uns schon aufgefallen. Wandsafe? Wandsafe? Wandsafe. Wow, 250 Credits. Credits. Und mittlerweile kriegen wir so 6000 von einem Wandsafe. Ist das auch eine Tür, die aufgeht? Nee. Da will ich nachher erst hin. Okay, das ist, wo wir herkamen und so. Alles klar. Hier gibt es so viel. Computerkonsole. Ich hatte recht. Diese Station war eine Art Karte, die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Dr. Oloy und ich sind uns einig, dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Ich lasse nicht zu, dass so etwas wie Eden Prime noch einmal passiert. Die Geth, die Reaper, sie alle, sie müssen aufgehalten werden. Okay. Okay. So. Ich weiß jetzt halt nicht, was er mit seinem Gave und Reaper-Ding hat. Aber ich meine, die sind halt noch da. Aber keine Ahnung. Ich verstehe sowieso die Hälfte nicht, wenn hier irgendwie was passiert. Geht's da weiter? Ich glaube, da geht's weiter. Leute, wir müssen erst nochmal hier lang. Können wir die Sensoren aktivieren? Wow. Aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere vulkanische Instabilität ausgelöst. Na toll. Na, klasse. Ich wollte doch hier lang. Und mir das weiter anschauen. Okay, hier war eh nur raffiniertes Iridium drin. Sorry, Leute. Sorry für den Abstecher. Das wusste ich nicht. Oh.
Ach so, ja. Bin sehr gut darin abzuhauen. Da haben wir unseren Hammer schon wieder. Dann ist er gut. Oh, medizinische Station. So. Einmal wieder rein. Das war keine gute Sache. Oh, ich habe vergessen, dass ich... Ja. Okay, sorry. Annäherungswarnung. Ich habe in meiner Panik vergessen, wie ich springe, okay? Und Leertaste war nicht springen. Das hier ist springen. Komm schon, das reicht, oder? Ja. Ah, das ist jetzt aufgegangen. Wow, oh mein Gott. Wie soll man denn hier noch irgendwas sehen, wenn du das machst? Oh, Moment. Sorry. Hochspringen. Oh mein Gott, wie soll ich denn da bitte durchkommen? Das war jetzt irgendwie nicht gut. Jetzt muss ich mich hier noch durchnavigieren, so richtig. Alter, hör doch mal mit diesem Kack-Erdbeben auf. Wie soll denn hier irgendwas funktionieren, wenn du mir auch noch Erdbeben an den Hals setzt? Ey, können wir das noch erforschen? Ist wichtig. Geil. Iridium! Okay. Hier geht's lang, oder? Ja, hier geht's lang. Ist das unser Ausgang? Ist das unser Ausgang? Da ist das weiße Licht, Leute. Das Licht. Ja. Okay. Ich dachte schon, wir schaffen es nicht mehr. Ein letzter Sprung. Zurück nach Hause. Na, das hat sich ja gelohnt. Oh, wir haben die Daten sichergestellt. Wir haben den Aufenthaltsort von Dr. Case gefunden. Yes. Okay, und wir haben die Einsatzgruppe erfolgreich aus dem Vulkan ausgeflogen. Das ist schön, dass das hier nochmal dasteht, weil das sonst ja nicht passiert oder so. Dann also doch direkt mal schauen, wo ist denn Dr. Case? So, erstmal wieder zum Massenportal natürlich. Oder ist er hier irgendwo? Nö, sieht nicht so aus. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, alles gut. Okay. Ich meine, wir können auch mal dann Treibstoff kaufen, wenn wir wollen. Ich meine, ob wir jetzt kaufen oder später, ist ja eigentlich auch echt egal. So. Massenportal. Wo ist es denn? Proteanische Ruine. Da ist der Geth-Überfall. Wo ist denn Dr. Case? Vielleicht ist er ja in der proteanischen Ruine. Das kann sein. Moment. Was sagen denn die Nachrichten? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das war knapp auf Korumto, Shepard. Ja, das stimmt. Bei der Analyse des Senders, den Sie zur Übertragung Ihrer Funde benutzt haben, ist eine beunruhigende Tatsache ans Licht gekommen. Die MSV Rosalie hat ohne Autorisierung Signale an einen unbekannten Zielort gesendet. Vermutlich verfolgen die Geth auf diese Weise Dr. Case und Dr. Aloy. Oh. Wir konnten aus den Daten außerdem die genaue Position von Dr. Cases proteanischer Fundstätte entnehmen. Er war überzeugt davon, dass dort eine Enthüllung von bahnbrechender Bedeutung wartet. Sie sollten schnellstmöglich dorthin fliegen, um eventuelle bereits abgelaufene Beschaffungsmissionen, der Geth zu unterbinden. Ja, gut, dass wir das irgendwie so ganz am Ende machen, da bestimmt noch nichts passiert ist in der Zeit. Ich frage mich, ob das auch eine Rolle spielt in Mass Effect. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Ja. Ich würde sagen, wir müssen dahin gehen. So, ich habe direkt natürlich wieder mal alles abgebaut, so gut es ging. Können wir noch mal ein paar Sonden kaufen und uns weitermachen nach Hoplos, wo eigentlich unser Ziel liegt. Und auch hier haben wir wieder ein bisschen was zum Abbauen.
Trident, eine hauptsächlich von Menschen besiedelte Welt, deren Oberfläche zu mehr als 95% von Salzwasser bedeckt ist, verfügt über einen erstaunlichen Artenreichtum. Die Ozeane sind voller Kreaturen, von winzigen Weichtieren bis hin zu gigantischen Wirbeltieren, die selbst die Wale und Ichthyosaurier der Erde übertreffen. Die geringe Landmasse besteht aus einigen kleinen Inselgruppen und über die enorm teuren Immobilien wird so gut wie ständig gestritten. Zahlreiche wertvolle Minerale wurden mittels Unterwasserabbau vom Meeresgrund geholt, darunter Iridium, Uran und Element Zero in Staubform. Auf Trident gibt es so gut wie keine Gesetze. Oha. Man findet dort eine beträchtliche Anzahl Konzerne ohne Ethos und Moral, die die Ressourcen des Planeten ausbeuten und daneben ebenso ehrlose wie unmoralische Kriminelle, Verbrecher, Sklavenhändler und Söldner, die im Schatten die Schmutzarbeit machen. Hinweis für Reisende. Wegen extremer Wetterbedingungen ist der Verkehr zur Oberfläche derzeit vollständig eingestellt. Die Raumhafenverwaltung von Trident geht davon aus, dass dieser Zustand bis zum Ende der Sturmsaison anhält. Okay. Krass, 6,8 Millionen gibt es hier drauf. Finde ich schon irgendwie krass, dass wir hier noch weitere von Menschen besiedelte Welten haben. Neben der Erde. Macht natürlich Sinn. Macht absolut Sinn, gerade in dem Universum von Mass Effect, in dem man ja alle möglichen Welten besiedeln kann. Starte Sonde. Aber man sieht halt wirklich auch, dass fast alles aus Wasser besteht. Schon irgendwie cool. Unterwegs. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch was bringt, diese ganzen Ressourcen abzubauen, wie ich das hier mache. Oder ob wir diese, keine Ahnung, 175.000 Palladium überhaupt nochmal irgendwann brauchen werden. Aber es schadet ja auch nicht, glaube ich. Und es scheint ja dem Schiff auch kein Problem zu machen, so viel Palladium mit sich rumzuschleppen. Also baue ich es weiter ab. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja demnächst. Und dann freue ich mich darüber, das alles auch abgebaut zu haben. Element Zero würde ich natürlich noch gerne mehr finden. Starte Sonde. Aber das scheint nicht so weit verbreitet zu sein. Eben in einem Planeten habe ich Element Zero gefunden. Aber hier scheint es auch keins mehr zu haben. Obwohl es irgendwie hieß, dass sie Element Zero schon abgebaut haben. Aber vielleicht heißt das halt auch, dass der Planet keins mehr hat. Das kann natürlich auch sein. Dass genau das... Starte Sonde. Dass das genau das bedeutet. Oh, aber irgendwie habe ich mir so ein bisschen gewünscht, dass wir jetzt irgendeine Anomalie entdecken und dann auf den Planeten gehen können, um ehrlich zu sein. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. Weil das klang so cool. Sonde unterwegs. Und die Welt sieht auch so cool aus. Naja. Dann haben wir aber fast alles abgebaut. Und jetzt geht es nach Kopis. Vielleicht ein Mond von Makaira, denke ich mal. Mal schauen. Ich habe eine Anomalie geordnet. Natürlich, eine Anomalie. Kopis, der größte Mond von Makaira, genau, dachte ich mir, ist ein unwirtlicher Ort mit extrem dünner Atmosphäre. Seine Kruste besteht größtenteils aus Quarz und es gibt keine Anzeichen von Wasser. Okay. Minus 151 Grad Celsius, okay. Guck ich das mal an. Starte Sonde. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Mhm. Proteanische Artefakte auf der Planetenoberfläche geortet. Artefaktstätte wird von starker Energiebarriere geschützt. Scans haben stillgelegte mechanische Signaturen registriert, die zu versteckten automatischen Verteidigungsmechanismen passen. Oha, da bin ich mal gespannt. Ich würde gern Legion mitnehmen. Ich meine, wir müssen den ja auch mal im Einsatz sehen. Und dazu nehmen wir Garrus. Weil ich Garrus mag. So. 23 Gruppenpunkte. Yes. Ich würde aber gerne auf, natürlich auch was hier auf den Gav-Schildverstärker einsparen, wenn wir ihn loyal bekommen. Aber trotzdem erstmal so ein bisschen grundsätzlich hier leveln. Hier brauchen wir, ich würde sagen, so 10. Wenn wir noch 10 am Ende übrig haben, wäre das ja ganz gut. Kampfdrohne finde ich auf jeden Fall gut. Gav-Infiltrator. KI-Hacken. Nee, ich bin für das hier. Und dann warten wir den Rest mal noch ein bisschen ab vielleicht. Oder, ja komm. Den einen Punkt, den kriegen wir vielleicht noch mit ein, zwei Einsätzen von ihm.
Okay. Damit bin ich ja zufrieden. Was hat Legion so für Sachen? Ja. Ja, ja, das passt schon. Garrus hat auch die gleichen Waffen. Ja, ja, dann passt's. Okay, wir haben da wie so eine Art Energiefeld. Kinetische Barriere entdeckt. Stärke der kinetischen Barriere übersteigt Potenzial konventioneller Waffen. Empfehle Abschalten der Energiequellen. Ich muss jetzt erstmal mich hier so ein bisschen orientieren. Und wissen, welche Energiequellen ich abschalten muss. Ah ja, die zum Beispiel. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Genau. Okay. Warum kann ich da nicht hoch? Meh. Bin ich nicht in Ordnung. Alter, ich will doch da nur scannen. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, wenn ich einmal präzise treffen würde, müsste ich gar nicht so oft schießen. Ja. Kann ich jetzt bitte einmal scannen? Okay. Jetzt kann ich euch auch angreifen, ist mir egal. Da oben sind auch noch welche. Wie komme ich denn nach da oben? Wahrscheinlich hier so lang. Frechheit, mich einfach doch trotzdem nochmal anzugreifen. Wie viele von euch gibt's bitte noch? Reicht doch jetzt so langsam mal hier. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal zu der anderen Seite. Natürlich mit noch mehr Gegnern. Ich habe schon eine Maus und ich kann die trotzdem nicht treffen. Ich hoffe, es sind keine hinter mir. Nee, okay. Genau. Hier drüben waren ja auch noch welche. Ey! Okay. Komme ich da lang? Nee. So, komme ich aber hier hin. Sehr schön. Ja, jetzt ist mein Schiffchen wieder so ein bisschen angeschlagen. Ist natürlich nicht besonders gut. Aber ich glaube, es hat sich schon wieder so ein bisschen regeneriert. Ist der eine? Nee. Okay, komm. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Okay. Die ganzen komischen Raketendrohnen hier, ey. Ich weiß gar nicht, was ich hier will. Das letzte muss ja da drüben sein. Wie, hier kommen mal keine Gegner? Das wage ich ja stark zu bezweifeln. So, wo ist denn das letzte? Da muss es irgendwo sein. Ah, ich sehe es ja schon da hinten. Stärke der kinetischen Barriere verringert.
Mhm, der Weg ist frei, aber Gegner sind trotzdem noch da. War alles? Nee, da drüben können wir noch was scannen. Yes! Element Zero! Das war mir wichtig. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Am Ende war das nur ein Schutzschild, um die Geth zu aufzuhalten. Und jetzt haben wir das zerstört und die Geth kommen alle rein. Das kann natürlich durchaus möglich sein. Na, ihr beiden? Habt ihr Bock? Ich hoffe doch. Ich habe raffiniert das Element Zero gelesen. Die Fundstätte ist spektakulär. Wie sich jetzt zeigt, ist unser wahrer Feind die Zeit. Trotz der zum Schutz der Ausgrabungsstätte angeheuerten Blue Suns konnten wir den Shit gerade noch aktivieren, bevor die Geth aufgetaucht sind. Yep, das ist das, was ich meinte. Woher wissen Sie über unsere Aktion? Fast früher Bescheid als wir selbst. Schicke ich etwa meine Gedanken direkt zu Ihnen? Ich muss herausfinden, wie Sie das bewerkstelligen. Ich werde Dr. Aloy fragen, ob er mir dabei irgendwie behilflich sein kann. Ja, und wir haben jetzt das Schutzschild gegen die Geth zerstört. Ist doch toll, oder? Yes, nochmal Element Zero. Sind wir mal gespannt, ob wir die beiden überhaupt noch lebend erreichen werden. Ich bezweifle es sehr stark, aber wer weiß. Sieht auf jeden Fall cool aus hier. Hey, eine Leiche! Na, wer hätte denn das gedacht? Dr. Aloy muss von den Reapern indoktriniert worden sein. Ich habe ihn ertappt, als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe Aloy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Oha. Element Zero. Oh, okay. Ich dachte irgendwie, sie würde noch was dazu sagen. Nee, nee, wir nehmen ihm nur die Credits ab. Okay. Oh, diese kleinen süßen Käferchen, die hier überall sind. Das ist wertvoll. Okay, wenn du das sagst. Es ist zu spät für mich. Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Ich kann sie nicht vertreiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selbst. Na toll, sind wir völlig umsonst hergekommen, oder was? Oh, hat er wieder alles zerstört. Unfassbar. Naja, was will man tun? Kann man sich ja auch nicht drauf verlassen, auf die Leute hier. So. Haben wir irgendwas dafür bekommen? Nö. Hat sich das jetzt wegen dem Computer? Oh, okay. Bisschen creepy. Ah, da liegt die andere Leiche. Dr. Case würde die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Er ist besessen von diesen Proteanern. Er würde für ihre Geheimnisse alles opfern. Es hat mich beinahe mein Leben gekostet, aber ich habe es für dich getan, Helen. Okay, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die verdammten Kollektoren waren einverstanden, im Austausch gegen diesen proteanischen Fund deine Kolonie zu verschonen. Ich kann nur hoffen, dass du von all diesen schrecklichen Vorkommnissen verschont geblieben bist. Es war alles für dich, Dr. Robert Aloy. Okay, Robert. Das ist wohl das Relikt. Das haben also auch die Geth und die Kollektoren noch nicht bekommen. Das ist doch schön. Hat sie es kaputt gemacht. Oh, oh. Sie hat es kaputt gemacht, was?
Na toll. Genau, wir haben die Forschungsstation gefunden, das proteanische Artefakt sichergestellt. Oder es hat sich natürlich nur in Handtaschengröße verkleinert, damit man es mitnehmen kann. So, es wusste von wegen, ah ja, cool, du wirst mich mitnehmen. Ja, ich verkleinere mich kurz, danke.